Ach Leute, es ist mal wieder soweit und damit ein Nasekatzelung und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bevor dieses Video anfängt, Admin Evil hat mein letztes Video gegen ihn kommentiert. Ich habe leider nur Screens aus meiner Benachrichtigungsliste, da der Kommentar gelöscht wurde und meine Antworten entweder war er das selber oder es war ein Bug, weil einen Tag davor wurden alle meine Antworten gelöscht, aber der Kommentar war noch da und ich habe meine Antworten nicht gelöscht. Aber Admin Evil hat einen Fehler gemacht. Er hat geschrieben, veraltete Beweise und nicht genau recherchiert. Aber das hatte ich auch nicht nötig. Und es ist auch egal, wie alt die Beweise sind, es sind Beweise. Für mich ist das geklärt, der sich in einem Stream selbst gebastelt hat. Er hat seine Stimme ohne Stimmverzerrer offenbart und hat einen eigenen Server, wo der im Livestream drauf war. Und er war mit dem Account Admin Evil YouTube online. Also ist er ja zu 100% fake. Ach so, das hat er auch in den Kommentaren zugegeben. Und hat geschrieben, ich zitiere, ist ja nicht so, dass im Titel fake steht. Ja, dieser Kommentar kam aber nach dem ersten. Warum musstest du dich dann dafür rechtfertigen, wenn du selber danach zugibst, dass das fake ist? Und es steht nicht in jedem Titel fake. Also denk mal drüber nach. Für mich ist die ganze Sache jetzt aber mit Admin Evil geklärt, solange er nicht nochmal einen sinnlosen Kommentar von sich gibt. Okay, eigentlich geht's, wie im Titel nicht zu übersehen ist, mal wieder um Skyguy. Vorab, Reportagens Diss-Track gegen Skyguy und Fox ist raus und er ist sehr nice geworden. Schaut mal bei ihm vorbei. Gut, zurück zu Skyguy. Ich hatte bis jetzt ja keine handfesten Beweise, dass Skyguy fake ist. Jetzt habe ich aber welche. Stopp, ich bin's aus dem Schnitt. Ich mache ja mehrere Videos und das Schneiden streckt sich dann auch oft. Und deswegen habe ich dieses Video erst lange Zeit nach dem Aufnehmen der Audiodatei angefangen zu schneiden. Das Video handelt eigentlich nur über Admin Evil und hauptsächlich über diesen Clip, wo man sieht, wie Skyguy vergessen hat rauszuschneiden. Das ist dein Geheimnis hier unten. Ey, dieser Typ ist so ein Assi, ne? Ich glaub's nicht. Kurz Cut. Komm mal kurz her. Hier. Ja. Da musst du den Redstone verbinden. Bau das aber jetzt auf im Video. Hier, nimm das Ding und ich gehe wieder in den Game Mode 0. Warte, F3 und D. Und was ist das hier? Hier sind Hühner unten und da sind Werfer. Denn wir wissen ja, Skyguy vergisst sehr oft Sachen rauszukarten. Ich schaue das Video an und ich blende euch jetzt mal ganz kurz hier ein Bild ein. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade im Video gesehen? Aber vor paar Tagen hat FireGolden einen Stream mit Skyguy und Fox gestartet, wo er mit ihnen spricht. Und wo sie selber zugeben, dass vieles inszeniert ist. Natürlich versucht Fox das alles zu verharmlosen, aber dran vorbei kam sie nicht mehr. FireGolden hat sie nämlich um das Gespräch gebeten, aber sie hätten auch ablehnen können. Aber ich denke mal, aus Angst, einen erneuten Hate zu bekommen und auch in der Hoffnung, dass die Videos und so weiter gegen sie aufhören, haben sie zugestimmt. Ich blende euch jetzt eine Szene ein, wo sie zugeben, dass vieles inszeniert ist. Bei uns ja Videos gestellt sind, aber ja natürlich auch ein Teil nicht gestellt ist. So. Und es ist ja so, das Ganze spielt ja auf dem Server. So, und es ist meistens so, dass ein Großteil der Videos, die gestellt sind, also eigentlich so gut wie alle, also ich würde. Das sind alles Sachen in den gestellten Videos, die eigentlich eine übertrieben dargestellte Nacherzählung sind. Also ist natürlich. Und es ist so, dass dieses 80% Sale-Banner, dass es so ist, also damit ihr euch das mal vorstellen könnt, das war ein Fehler, das wissen wir auch, aber dazu folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir sowas planen, wie so eine Sale-Aktion für den Dezember, dann setzen wir uns zusammen und sagen, okay, wir machen Aktionen 80% bis zu 80%, komm, wir machen ein bis zu 80% Sale-Banner. Es ist jetzt hier nicht so, dass wir eine Vorstandssitzung einleiten und uns so hier hinsetzen und so quasi sagen, oh okay, aber überleg doch mal, wenn die 80% Angebote nicht im Shop sind, dann könnte das für Verwirrung sorgen. Im Nachhinein ist mir das klar und es ist ein Fehler und es das sollte man so nicht mehr machen. Ja, klar. Dafür muss ich mich auch entschuldigen. Aber ganz kurz. Der Stream von FireGolden ist natürlich in der Beschreibung. Was ich und viele andere schade finden, dass zum Teil nur Forks und FireGolden gesprochen haben. Skyguy hat nichts gesagt.
Ich hätte Skygas Antworten aber echt gerne gehört. Kleiner Zwischenstopp, das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, denn ich habe das überhört. Aber Skyguy hat nichts gesagt, weil er Halsschmerzen hatte, wie auch in einer Kurzszene sagt. Aber trotzdem hört mal weiter. Aber nun ja, er hat ja zugegeben, dass es so ist, wie es ist. Also fake. Und so ist es auch gut. Da ich das alte Skript und so weiter verwerfen musste, da dieser Livestream kam und mein ganzes Video keinen Sinn mehr hatte, musste ich ein neues Skript schreiben und deswegen kommt dieses Video ein bisschen später. Trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen und nur um klarzustellen, meine Meinungsvideos sind nicht nur Videos gegen YouTuber, sondern auch gegen oder sogar für andere Sachen. Das war das letzte Video gegen Skyguy und hoffentlich auch Admin Evil. Wir alle hoffen, dass Skyguy damit jetzt wirklich aufhört und damit ein asikates Tschömmerl. Ciao.